Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Silvio. Wir haben beim letzten Mal hier diese Flöte gefunden, diese selbstgeschnitzte. Und ich nehme an, dass wir davon, ich nehme mal lieber die Knarre, dass wir davon entweder noch mehr finden sollen hier in der Nähe, weil dieses Flutsymbol ist immer noch hier. Dahin liegt doch noch eine. Und dann können wir vielleicht verschiedene Schicksale aufklären, irgendwie helfen oder... Savannah. Müssen noch mehr liegen. Oder das werden vielleicht die Vögel sein vom... Vom Vogel... Vogelwatcher, vom Vogelspezialisten hier, den wir hier haben. Hier ist noch einer. Jetzt haben wir sie alle. Okay, liebe Leute, lasst uns mal gucken gehen. Der eine ist ja gar nicht weit weg, der ist ja schon direkt hier vorne. Und bei den anderen müssen wir sowieso in die Richtung zurücklaufen, aus der wir gekommen sind, deswegen ist es nicht wirklich ein Umweg. Savannah? Da hinten. Ist das nur ein Stein, ne? Ja. Ich laufe ihr jetzt mal nach, glaube ich. Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass es was Schlimmes sein könnte, aber auf der anderen Seite, die Rahmen haben uns die ganze Zeit geholfen. Warum sollte es jetzt was Schlimmes sein? Vielleicht können wir irgendwas, irgendjemanden befreien oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich sag das nicht nur so, ich habe wirklich keine Ahnung. Da ist sie. Da drüben. Ist hier? Hier ist nichts zum Hören, ne? Ich habe zwar vor ein paar Jahren irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, ein Let's Play zu dem Spiel gesehen, aber ich kann mich an diese Situation mit den Vögeln wirklich absolut null erinnern. Da hinten. Und ich würde mir so ins Hemd machen, wenn ich hier alleine wäre. Was ist denn das da? Ach, das ist das Haus. Komme ich jetzt hier nur wieder am Anfang raus? Wo der Baum ist? Ja, irgendwie schon. Hä? Welchen Sinn hat das? Wieso führen die mich im Kreis? Fabio war der Erste, den ich gefunden habe. Wartet mal. Savannah ist aber die Erste, die hier ist. Ich weiß nicht ganz, was ich tun soll. Hätte ich nochmal mit ihr im Kreis laufen sollen? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich gehe gerade einfach mal weiter, um hier die Schnipsel, hier bin ich wahrscheinlich näher an dem Schnipsel dran, um die Schnipsel und so zu holen. Auf der anderen Seite habe ich gerade ein bisschen Schiss, dass ich bei den Vögeln was verpasse, wenn ich das weitermache. Aber liebe Leute, Crystal, wir wollen ja auch die Schnipsel von den Noten haben. Deswegen machen wir das zuerst und ich gehe dann auch mal im Haus gucken. Dort waren wir auch noch gar nicht drin. Da habe ich ja einen Schritt reingemacht, dann bin ich sofort wieder rausgegangen, weil die große Figur da gewesen ist und ich ein bisschen Schiss hatte, dass es... Oder die Lautstärke ist ja auch nervig, aber ich vor allen Dingen ein bisschen Schiss hatte,
dass der ganze Spaß uns tötet, während wir versuchen, andere Sachen anzuhören. Private Property, privates Eigentum. Cages, das soll da drin sein. Wir müssen dort oben ja auch irgendwie reinkommen in das Ding. Ich kann ja mal gucken, ob sich jetzt dort irgendwas geändert hat. Das eine ist immer noch da unten drin. Das ist immer noch geschlossen. Ich kann hier nichts öffnen. Alles klar, wollte ich sagen. Ich weiß halt nicht, was es damit auf sich hat, dass ich die Vögel rufen soll. Wir holen mal das Stückchen, was hier hinten noch liegt und gucken dann erstmal, wie schon gesagt, im Haus. Eventuell kriegen wir dort auch irgendeine Bemerkung dazu. Cages, müssen wir die vielleicht irgendwie fangen? Das könnte sein, ne? Ich weiß zwar nicht warum, aber vielleicht müssen wir die fangen. Okay. Hier ist was zum Anhören. Hurt myself, hat mir selber wehgetan. Okay. Die Bilder sind auch gruselig, ne? Eine Tür, die kriegen wir. Heat. Hä? Was nun? Hä? Hä? Ich glaube, das ist ein Bug. Dass es da anzeigt, dass es geht und dann wieder nicht. Hier kann ich nichts machen. Außer gruselige Bilder angucken. Hier ist aber was zum Anhören, oder? Nee, ich dachte, hier sind Orbs gerade geflogen. Okay, dann waren es keine Orbs. Gehen wir mal weiter gucken. Hier geht's nämlich runter in den Keller oder sowas, ne? Okay, Heat. Hier können wir wieder lauschen. Moment. Oh, Entschuldigung. Okay, Schlüssel für oben vielleicht, denke ich mir zumindest gerade. Ich weiß es nicht genau. Hier du, weg. Cage 1. Sind das für Käfige, die gemeint sind? Hier kann ich was hören. Murderers. Mörder, halt. Cage 4. Misch. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir die Vögel töten müssen. Darauf habe ich ja mal gar keinen Bock. A to-do-list for Bobby. Throw rocks at birds. Put them in the cages. Seems easy enough. Oh nein, jetzt müssen wir die auch noch rufen? Ah, hier. Stun for birds with rocks. One bird in every cage. Turn on switches in cellar. Fill up containers. Burn them in the attic. Boah, wirklich?
Kann ich die gar nicht mitnehmen, die Käfige? Was habe ich denn damit hier gerade ausgelöst? Ah, Moment. Ich brauche Steine. Bekomme ich die hier? Boah, ist das laut. Jetzt müssen wir wirklich die Vögelchen... Boah, das war schön die Leiter ins Gesicht. Four cages connected to a big machine, which is connected to some kind of container. Okay. Und mit Vögeln haben sie es getestet und dann Menschen reingesteckt oder was? Was soll uns das sagen? Okay, deswegen können wir also die Vögel rufen, damit wir sie im Endeffekt betäuben, in die Käfige stopfen. Das ist traurig irgendwie. Leid. Das ist Light. Geht das dann an? Weil benutzen kann ich es nicht. Aber wartet mal, hier ist was. All work, no play. Okay. Was haben wir hier für strange Bücher wieder mal? Oh, flooding and landslides brought on by a storm. Okay. 31 Menschen wurden mindestens getötet. Und 20 werden immer noch vermisst. Hunderte wurden evakuiert aus den Hotels und Häusern. Okay. 15 Körper wurden gefunden. In Häusern vergraben in dem kleinen Dorf im Park. James Hansen. Auch die Frau des lokalen Politikers oder des Politikers vor Ort. Hansen. Irgendeiner der Geister hatte auch Hansen gesagt, falls ihr euch erinnert. Meine Katze ist direkt vor meinem Bildschirm. Mäuschen, du musst beiseite gehen. Ich kann nicht sehen, was ich tue. Geh mal bitte weg. Gut. Okay, Leute. Hier riecht es irgendwie nach Pommes. Und da ich die Einzige hier im Haus bin, ist das sehr komisch. Denn ich habe keine Pommes gemacht. Gut, weg von den gruseligen Sachen. Denn wir müssen erstmal gucken, ob hier irgendwelche Sachen sind, die uns gerade hier was Böses wollen. Nee, am nächsten ist, glaube ich, Crystal gerade, ne? Sorry, Crystal. Wir müssen dich anscheinend ausnoggen. Habe ich die dann einfach im Inventar? Oder was ist dann mit ihr? Stupst sie meine Hand an, damit ich sie kraule. Mäuschen, wir haben doch erst ganz viel. Aber na gut, ich habe auch ein paar Folgen jetzt am Stück aufgenommen. Da will sie natürlich wieder ihre Aufmerksamkeit. Mäuschen, du verstehst zwar meine nicht, was ich sage, ne? Aber für euch... Wir machen nach dieser Aufnahme eine kleine Pause und dann kuscheln wir eine Runde. Ich mag das ja auch. Ich dachte, sie kommt jetzt vielleicht nochmal. Schade. Dann müssen wir sie... Warum habe ich... Ey! Das war meine Katze, die ihre Nase auf meinen Mauszeiger gedrückt hat. Warum stecke ich denn hier fest? Was ist denn da? Ich kann hier nicht lang gehen. Habe ich gerade hier irgendeinen Schaden? Ich kann hier nicht geradeaus, Leute. Was ist denn? Ist das eine Alpha-Wand? Ich will meinen Ball wieder haben.
Ich glaube, wir haben das Ende der Map erreicht, Leute. Ich komme hier nicht weiter. Er steckt ja auch die Waffe weg, seht ihr ja, ne? Als würden wir gegen eine Wand laufen. Komisch. Na gut, dann gehen wir, wo ist Crystal? Oh Gott, da hinten. Ich muss meine Katze wieder wegschieben. 500, 500. Da sind wir bei Fabio vielleicht ein bisschen näher dran. Dann, ey, sie hat schon wieder getan. Ich habe meine Hand halt auf der Maus liegen. Und dann kommt sie mit ihrer Birne und will eigentlich meine Hand stupsen, glaube ich. Und drückt dann einfach auf die Maustaste und dann schieße ich. Weil die linke Maustaste die Schusstaste ist. Nimm's gleich geschafft, Mausi. Wir müssen nur einen Vogel uns schnappen. Das ist doch auch in deinem Interesse. Obwohl du als Hauskatze wohl wahrscheinlich noch nie einen Vogel geschnappt hast in irgendeiner Weise. Zumindest ist sie sogar manchmal zu faul, zu ihrem Napf zu laufen. Oder wenn ich ihr Leckerlis gebe und sie liegt gerade auf der Couch, dann muss ich die Leckerlis... Alter, ist fast die rechte Maustaste. Dann muss ich die Leckerlis direkt vor ihre Nase legen, damit sie einfach so essen kann und nicht dorthin laufen muss. Nein, 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 nein. Shit. Ich habe nicht gesehen, dass er da vorne schon ist. Verdammt nochmal. So, wo ist der Nächste? Ach, kann man sich so blöd anstellen? Die sind ja jetzt alle hier relativ nah. Wir versuchen es diesmal nicht zu vermasseln. Wir nehmen den hier mit. Komm her. Und dieses Mal beim Hingehen... Kein Krater. Und dieses Mal beim Hingehen versuchen wir vorher den Vogel zu erkennen, bevor wir ihm direkt quasi in den Schnabel treten. Versehentlich. Nehmen wir Siegfried zuerst. Sie atmet mir auf meine Hand, die auf meiner Maus liegt. Das ist komisch. Aber solange es dir gut tut, ne? Alles gut, Mausi. Wird gleich gekuschelt. Wird gleich gekuschelt. Ja. Okay, jetzt langsam vorsichtig sein. Weil er hier irgendwo steht. Ich sehe den Vogel aber nicht. Wo ist der Vogel? Da ist er. Oh, Siegfried. Wir packen ihn ein. Haben wir den Vogel und? Wartet mal. Nee. Ich wollte mein Inventar gucken. Aber da sehen wir nicht, dass wir einen Vogel am Start haben. Aber wir haben Siegfrieds Flöte nicht mehr. Deswegen... Ich würde gerne noch einfach zur Sicherheit ein paar Bälle hier oben... Oh, ich dachte, hier ist das Haus. Orientierung, Beste. Wir gehen mal hier bei Savannah erstmal holen. Weil sie so ein bisschen abseits ist. Aber das ist gut, wir müssen ihn nicht direkt treffen. Wir müssen ihn quasi nur umkegeln. Oder sie, besser gesagt, Savannah. Ist wahrscheinlich ein Weibchen. Ist hinterm Stein, oder? Kann sie gerade... Da ist sie. Aha. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Fabio mit 88. Ne, wir nehmen erstmal Crystal, weil sie wiederum abseits ist, im Gegensatz zu den anderen. Ich habe einen Katzenpopo vorm Bildschirm. Was haben Sie dazu zu sagen? Dass ich in 58 Metern beim nächsten Vögelchen bin? Und deshalb echt den Bildschirm jetzt brauche zum Gucken. Ist wahrscheinlich wieder hier drin. Ich wünschte, ich hätte die Kamera an jetzt ausnahmsweise mal. Wo ist er? Kann ihn... Ich muss na... Doch, da ist er, glaube ich, ne? Ich glaube, ich habe getroffen. Ja. Okay, komm her.
da unten sind jetzt die Vögel im Inventar. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Okay, mir tut aber leid, was ich hier tue. Weil dieser arme Flötenspieler, der wurde schon ermordet. Oder nicht Flötenspieler, sondern... Na gut, vielleicht hat er sie auch gespielt. Aber dieser Flöten-Creator... wurde schon ermordet und musste so viel über sich ergehen lassen. Und jetzt tun wir das hier auch noch... Danke, Katze. Tun wir das hier auch noch seinen Babys quasi an. Kann durch den Nebel ultra schlecht erkennen, wo der Vogel ist. Deswegen hampel ich hier auch so rum, aber ich glaube, da ist er. Okay, getroffen. Okay, dann wieder zurück. Hoffe ich natürlich, dass uns kein böser Geist auf dem Weg begegnet. Weil ich habe nur die Bälle jetzt gerade in meinem Schussding drin. Boah, dieses Knacken rechts und links. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen zu leise ist, sodass ihr es nicht hören könnt. Weil ich habe es ja direkt auf den Ohren. Also es kommt natürlich darauf an, wie ihr es guckt. Ne? Wenn ihr auch Kopfhörer drin habt, könntet ihr das Knacken... Hier gerade eben war es schon wieder hinter mir irgendwo. Könntet ihr das Knacken im Wald und so auch hören? Aber ich merke es bloß, wenn ich Videos gucke und die über den Fernseher schaue, dann höre ich oft feinste und leise Geräusche zum Beispiel gar nicht. Warum hätte ich denn nicht schon ein paar Vögel nehmen können, die hier sowieso rumliegen? So, ich würde jetzt aber gern... Was, die Maschine? Gott, kann ich das noch benutzen? Nee, kann ich nicht. Ich würde jetzt aber gern zur Sicherheit einfach nur wieder richtige Ladung aufnehmen. So. Einfach, falls hier was kommt, damit wir safe sind. So, liebe Leute, aber was wir mit diesen Vögeln anstellen... Da oben ist noch was. Das will ich haben. Bevor wir aber uns anschauen, was wir mit diesen Vögeln anstellen müssen, würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Und sehen uns dann in der nächsten Episode von Silvio wieder. Wir holen bloß noch schnell zusammen diese Kanne, weil die ist leer gewesen. Und dieses Zettelchen. Wie konnte ich das denn übersehen? Wow, was war das denn? Ist uns ja ins Gesicht gesprungen. Und okay, Gott sei Dank haben wir keinen Fallschaden. An dieser Stelle bleiben wir hier und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Tschüss.